Wir haben es ausgeschlossen, eine schwarz-gelb-grüne Koalition. Warum? Ich kann mir schon gar nicht vorstellen an dieser Stelle, dass man mit CDU, CSU, die am Ende Steuern senken wollen auf Kosten der Kinder, einer FDP, die Steuern senken will für die Reichen und auf Kosten der Kinder, beide im Übrigen pro Verlängerung Atomenergie, mit all diesen Punkten, die die immer weiter anspitzen, kommen wir nie zu einer gemeinsamen Vereinbarung. Also, es fährt kein Schiff nach Jamaika.